Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Just Cause 3. Jetzt fängt garantiert wieder die kleine Schnecke an zu sprechen, wenn wir auf Weiter drücken. Doch nicht. Rico, oh. Fahr runter zu den Docks von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Over. Also wir sollen runter zu den Docks anscheinend. Ich will nur mal was gucken, ganz schnell. Ah, ich wusste es. Das ist das sowas von das Dämlichste, was die überhaupt machen können. Ich habe gerade eine Aufnahme gemacht. Mir ist die Aufnahme so halb abgeschmiert. Und ich habe nicht viel gemacht. Ich kann es euch mal schnell zeigen. Wir fliegen mal schnell zu Manea, zum Wegpunkt. Ich hasse es. Also das ist das einzigste Negative bis jetzt an diesem Spiel, was ich gefunden habe. Dass man keine separaten Save-Dateien machen kann. Dass alles so... ja, so ist, wie es ist, dass man, wenn man das spielt, dass man immer darauf achten muss, dass so wirklich alles rund läuft. Und das ist wirklich das Ätzende gerade hier dran. Hoppala. So, Wingsuit aktiviert. Wow, Alter, Falter. Hui. Und schneller. Hügelsprint, ja. Es wurden, wie gesagt, auch Hügelsprint freigeschaltet hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es noch nicht gemacht, zum Glück. Ah, das ist wirklich sowas von ätzend. Wir haben immer die Aufnahmen abschmieren. Weil OBS hat anscheinend ein Problem mit Just Cause oder Just Cause hat ein Problem mit OBS. So, mir hat gerade noch gefehlt, was ich gemacht habe, ist hier. Das zeige ich euch jetzt einfach mal schnell. Hier war einfach nur ein schönes Schild, was da war. Und das habe ich einfach heruntergezogen mit dem... mit dem schönen Greifhaken, um keine Aufregung zu erwecken von den Leuten. Und dann haben wir hier einfach eine neue Flagge hingehisst. Ja. Oh, warte mal. Hier ist irgend... Oh. Diavolo-Band. Okay. Das scheint wohl irgendwas Besonderes zu sein. Tag 1. Mein psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit. Und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Aha. So, seht ihr das hier auch? Aha, das waren einfach nur... Hupa! Ah! Ah, ich wollte gerade sagen, nein, jetzt nicht. So, und hier sind Marios Rebellenabwürfe. Boah! Krass. Gerade mal so geschafft hier. Und so habe ich das hier gerade anfangen wollen. Dann ist mir was aufgefallen im Hintergrund. Ich dachte, ich habe irgendwie was vergessen. Deswegen machen wir jetzt die Mission. Rebellenabwürfe. Rico, du hast es geschafft. Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Okay, er sagt, wir sollen da hinfahren. Wir haben hier eine Garage. Können wir irgendwas mit der machen? Nee. Okay. Komisch, er gibt uns eine Garage und dann kriegen wir kein Auto. Mach was auch immer. Schon, Rico. Ja, ist ja okay. So. Sind eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein paar sind mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde es selbst raus. Okay. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Geh doch rein. Oh, perfekt.
Wie geil ist das? Ah, mit Shift fliegen wir also jetzt. Mit Shift gehen wir nach oben. Oh, ist das krass zu lenken. Mit Shift nach oben, mit C nach unten, glaube ich. Hui! Nein! Nein! Ah, ist das. Ah, das ist so frustrierend. Man hat gerade so ein schönes Flugzeug einfach. Mit so einem Helikopter, das war ja kein Flugzeug. Nein, ich bin noch nicht da. Mach doch keine Panik. Ich möchte erstmal ein bisschen hier so mich umgucken. Oh, Sperrgebiet. Sperrgebiete sind immer toll. Boah, krass. Nein, 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 nein. Versucht hier gerade irgendwie alle wegzukicken, aber irgendwie klappt es nicht. Okay. Ich glaube, die haben wir jetzt, oder? Oh. Direkt auf die Mitte vom Wagen und upp. Was wir jetzt machen. Holt den Wagen, holt es runter. Yay. Krass, wirklich geil. Das macht so richtig Fun. Na, Freund. Hast du die Rebellen schon befreit? Alter. Okay. Und so, wir werden zwar immer noch gesucht, aber wir fliegen, hey, neutral, wir sind sowas von schnell neutral. Jaha, wie geil ist das denn? Yay. Ey, geil, was ist denn das? Kühe. Hallo, du Kuh. Warte mal, wir können uns an Kühe rangrappeln? Nee, jetzt, oder? Ich meine, was würde passieren? Und sorry, wir brauchen ein Fahrzeug. Jawohl. Boah. Wir müssen noch 500 Meter fahren. Wir brauchen dich. Tut mir leid. Wir packen dich hier hinten ran. Und wir nehmen dich direkt an den Hörnern. Und packen dich hier ran. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch eine angenehme Fahrt zum 100 Meter entfernten Ort. Und... da ist ein Rentier. Da 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 dam dam. Hey, du hast mein... Oh. Oh, das war so ein Böser. Oh Gott, was machen wir jetzt nur? Wir steigen schnell aus. Headshot. Headshot. Was? Da sind schon die nächsten. Okay. Na, Freund. Sehr schön. Headshot. Ach Quatsch, das war doch kein Alarm mehr. Na, von wo wollt ihr jetzt kommen hier? Und so schnell sind wir wieder neutral nach einer Schießerei. Eigentlich ist es ja schon so ein bisschen traurig, dass man so schnell neutral werden kann. Aber wir steigen wieder ins Fahrzeug ein. Können wir auch irgendwie ranzoomen? Mir kommt es gerade so extrem weit entfernt vor. Ah, okay. Ach, wir haben aus Versehen F gedrückt, glaube ich. Wir brauchen die Bienen. Ach nee, wir brauchen keine Kühe mehr. Wir haben jetzt was ganz anderes, Nutzlastmäßiges.
Denn wir werden jetzt ein Exempel statuieren, ja, was auch immer. So. Wir werden jetzt ganz langsam durch die Hood mit ihnen fahren. In the Hood. Oh mein Gott, die Lenkung ist sowas von scheiße. Boah, hat sie mir die Karre weggerissen, nur weil ich die Leute dabei habe. So, okay, alles klar, kein Problem. Wir wollen jetzt weitermachen. Warte, du willst, dass ich dir diesen Roller bringe? Warum? Was? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garagen zu finden. Hopp, hopp. Öffne das Funkgerät. Wähle Manea aus. Wegpunkt auf Garage setzen. Okay, perfekt. Schalte das Funkgerät aus. Roller in die Garage bringen. Warum mache ich das dann alles? Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Alter, fängt es an zu lenken, wenn man im Auto sitzt. Das haben so viele schon gesagt. Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht. Meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Denk nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn, die Jungs bauen daraus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. So, wir sind gleich in der Garage. Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Okay. Okay, wir sind mal ganz cool. Oh. Scheiße. Das ist ein Wunder, dass die Aufhängung... Hat überhaupt ein Moped so eine Aufhängung? Ich glaube, jetzt haben wir unser erstes... Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. '69er Stria Susurro. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet und in deiner Rebellenabrufliste angezeigt. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Ach so. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalleuchten dort. Was? Wieso jetzt auf einmal? Hoppala! Nein! Nein! Alter! Nein! 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 Gut. Okay. Jetzt sollen wir uns ein paar Signalleuchten schnappen. Und? Hast du sie? Ja. Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellenabwurf-App aus, was du brauchst. Öffne das Funkgerät. Rebellenabwurf. Wähle die Fahrzeugkategorie aus. Finde den Ibus Eagle im Helikopterreiter. Okay. Der Ibus Eagle ist mehr als ein Helikopter. Er ist ein Statussymbol der Ultrabereichen von Medici. In einem Land, das aus Inseln besteht, ist er eigentlich unverzichtbar. Füge jetzt deiner Abwurfsliste 2 doppelt geführte Einhandwaffen und eine Zweihandwaffe hinzu. Okay, eine Zweihandwaffe. Okay. Zweihändig?
Hier sind einige dabei. Wer gerne einen Salven abfeuert, wird von diesem hochpräzisen Bullpup von Capstone begeistert sein. Man kann damit jedoch problemlos den Hut vom Kopf schießen. UMP. Kadenz kann man nach dem Erfolg des Plechowgard Urga ein halbautomatisches Gewehr mit hoher Präzision und Schusskraft und mittlerer Distanz entwickelt. Das Ergebnis ist die UPM 61. Fortune Predator. Okay, ich wäre schon dann so ein bisschen mehr für die Miss Fortune. Und doppelt geführte Waffen. Keine Ahnung, wären wir für Maschinenpistolen oder generell für Pistolen? Yes, die Spectre steht ganz aus Stahl, hat Kimmer und Korn und sieht schick aus. Aber das Erste, was dem Feind auffällt, ist ihre Wirkung. Ein Schlag mitten ins Gesicht. Okay, oh, Peacebringer, das sieht cool aus. Aber es sind Revolver, die haben dann nur jeweils 6 Schuss. Soll aber nicht so... Ist ja, soll ja nicht so schlimm sein. Was haben wir hier? Maschinenpistolen. Präzision ist dabei besser hiermit? Als wie mit der Pistole? Euer Ernst? Kapazität? Ist hier natürlich mehr Kadenz. Ist natürlich auch krass. Stabilität ist besser. Präzision ist besser. Und der Schaden ist fast gleich. Also dann nehmen wir lieber die CS9 PDWK, oder? Ja. Und anfordern. Ja, du kriegst den Helikopter. Also wirf die Signalleuchte zu einer Stelle, an der genug Platz zum Starten und Landen ist. Habe ich gemacht. Wow, kommt ein riesen Container runter, oder was? Nicht schlecht, Mario. Darauf kannst du wetten. Oh, oh. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los. Yay, wir haben Mission abgeschlossen. Marios Rebellenabwürfe. Leer weiter. Baumfeld. So, sehr schön. Rico, okay. Du musst die Provinz Vaya befreien. Um die Provinz Vaya zu befreien, musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das Einzige, was dir in Vaya noch fehlt, ist Vis Electra. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest. Eigentlich sollte ich anvisieren können mit der rechten Maustaste. Ich weiß immer noch nicht, wieso das nicht klappt. PC-Steuerung. Dieses Ziel Maus 2. Ist eigentlich rechte Maustaste. Oder vielleicht geht es nur nicht für die, sondern nur für ganz bestimmte Waffen. Weil ich weiß jedenfalls, dass meine Maus 2 funktioniert. So. Und nun? Was sollen wir jetzt machen? Jetzt gehen wir wieder auf Karte. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach so einem Bullendings-Kirschens Ausschau halten. Beziehungsweise dieses Plagia. Da unten, da haben wir es. Nach Sirocco Nord. Da müssen wir als nächstes hin, wie scheint, weil dort ist nämlich so ein... Ja, so ein Bullenkopf. Deswegen würde ich mal sagen, fliegen wir vielleicht dorthin. Oder, ach Quatsch, wisst ihr was, wieso müssen wir dann eigentlich immer so... so direkt darauf sein? Wir können auch mal was anderes machen. Wir können auch gerne nach Vis Electra gehen. Können Sie auch gerne setzen, Wegpunkt setzen. So, da können wir auch gerne mal hinfliegen. Halten wir zurückschauen, okay. Hui, sehr schön. Mit dem Heli, schropp, 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 sind wir doch ein bisschen auch schneller unterwegs. Als wir jetzt zum Beispiel mit dem Grapple... Scheiße. ja. Das wollte ich nicht. Aber wir sind gleich bei irgendwie so einer Art Raffinerie angekommen. Das könnte vielleicht sogar ganz spektakulös werden. Ein Mensch gegen eine Raffinerie. In the hood, in the hood, in the hood, yeah. So. Rico, ich sehe, du bist bei Vis Electra. Die Anlage.
Anlage wurde in 8 Wochen von Sträflingen gebaut, aber der Strom kommt nicht dem Volk zugute. Geh da rein und spreng alles in die Luft. Oh. In der Regel sind Militäranlagen rot markiert, also konzentrier dich auf sie. Okay. Na, wenn das mal nichts zu heißen hat. Können wir die Dinger umhauen? Also ich versuche die gerade anzuziehen. Okay, das klappt nicht. Vielleicht klappt es hier oben, ja? Weil oben ist ja immer der leichteste Punkt. Also immer Hebelwirkung. Bewegt sich irgendwas? Leider nicht. Nicht, sondern nicht. Okay, Türme können wir eventuell nicht umhauen. Vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwie noch so und so einen Container, den wir hochschießen können. Ah, ist zu weit weg. Was? Okay, reicht doch aus. Na, okay, das hat doch nachgegeben. Sollen wir es vielleicht ganz leise mal versuchen? Oh, da wurden wir entdeckt. Kein Problem. Kein Problem, genau. Wurden wir noch nicht entdeckt. Das ist gut. Die Frage ist, können wir hier alles zerstören, was hier ist? Scheiße. Ist irgendein Scharfschütze. Wir sehen. Wow. Oh nein! Die Turbine. Du musst sie öffnen. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Schön, wie diese Benzintanks explodieren, Rico. Oh oh. Oh, ist das krass hier. Keine Granaten mehr. Okay, wir sind wieder oben. So. Oh, das hält sogar. Was ist denn das Schönes? Das bringt wohl gar nichts. Okay, nein. Ich dachte, das reicht irgendwie. Oh, das ist doch schon schief jetzt. Nicht, dass es gleich explodiert. Ich versuche gerade irgendwie so eine Mörz-Mords-Explosion hinzukriegen. Na? Wir haben keine Granaten mehr. Was? Wie sollen wir das denn zum Explodieren bringen? Kann uns das jemand verraten? Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Das ist vielleicht zu viel sogar für uns. Vielleicht zu viel, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es ja besser gewesen, wenn wir mit dem Kampfjet hergekommen wären. Wieder hoch.
Hier war doch eigentlich ein Typ mit einer Granate, oder? Wir haben doch noch unsere Dinger hier. Das müsste reichen. Und wir können die sogar so platzieren. Wie geil ist das denn? Hat's was gebracht? Ach schade, wir können die doch nicht in die Luft hochjagen. Ich habe wirklich gedacht, dass man die Dinger in die Luft hochjagen kann. Dass man wirklich alles machen kann, was man will hier. Die scheint doch nicht, schade. Oh nein, 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 nein. Keine gute Idee, keine gute Idee. Oh mein Gott, wie krass sind die denn drauf alle hier? What? Der nächste, bitte. Oh Gott. Ah. Ja. Ja, 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 ja. Flieg! Um Gottes Willen, flieg! Oh Gott. Was? Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Oh Gott. Ich glaube, so ist doch besser. Jawoll, jetzt haben wir hier alles. Ich glaube, so können wir jetzt richtig Damage machen hier. Aber wir können zwar, glaube ich, den großen Turm nicht zerstören. Kaboom! Aber die anderen, glaube ich, die sprengen, kann man nicht in die Luft sprengen. Beziehungsweise so als Kettenreaktion. Ein Benzintank weniger, ein Problem weniger. Jawoll, noch mehr hier. Überall jetzt blinde Zerstörungswut mit Rico. Transformatoren zerstört, alle zerstört, Häuser. Hier wird jetzt kein Halt mehr gemacht. Hier sind noch mehr. Da-da-da-dam. Hier sind kleine Mannequins. Tschüss. Mini-mini-miu, mini-miu. Oh, wie die wegfliegen, ist so heftig. Bewegen wir uns mal so ein bisschen um die Base hier herum. Die sehen aus wie Düsentriebwerke, die Rotatoren hier. Ich glaube. So, das ist jetzt auch zerstört. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Außer Sichtweite. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde Alarmstufe 2. Man fühlt sich so ein bisschen gerade wie in GTA, aber es ist kein GTA. Jawoll, mega Explosion, Chaos und Zerstörung. Das ist wie ein getarntes Clown-Auto. Boah. Wir haben hier noch so viel zu tun, sehe ich gerade. Diese Öltanks oder alles, was es hier nicht so gibt. Ach, da können wir die, glaube ich, reinlassen, oder? Gucken wir uns mal lieber noch ein bisschen mehr um hier. Ah, hier ist noch so ein Gebiet. Ach, der ist immer noch nicht kaputt. Oh, jetzt. Bum, 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 bum. Oh, sehr schön. Kettenexplosion. Die meisten bei einem einzigen Helikopter getöteten Gegner. Okay. 10 haben wir. Ich glaube, da oben ist jemand. Zack. Hey. War jemand? Da sind noch ein paar Sachen, die wir zerstören müssen. Sicherungsanlagen. So, und jetzt sind da noch irgendwelche runden Dinger. Wow. Da hat jemand unseren Heli abgeschossen.
Wir haben es aber immerhin gut gerade gemacht. Ich weiß nicht, was diese Zeichen bedeuten. Ach, der ist, glaube ich, da aus denen runtergefallen. Was heißen diese Zeichen überhaupt? Kann mir das jemand mal sagen? Wir klicken einfach mal rauf. Turbinenblock. Heißt das, wir müssen hier irgendwo rein? Ich sehe hier gerade keine Turbinen. Aua, jetzt werden wir auch noch hier beschossen. Das ist mal ganz, ganz langsam hier. Ah ja, ist ja gut. Halt. Wo können denn hier Turbinenblöcke sein? Hat das jemand gesehen? Kann ja nur in solchen großen Anlagen sein, oder? Huppa. Nein, verdammt. Da wollten wir gar nicht lang. Hier unten sind sie ja. Und zack. Na, kommst du her. Boah, krass. Ich werde niemand vermissen. Wicht, ich will den doch nur deaktivieren hier. Das Ding sieht tödlich aus. Jetzt ist die Turbine verwundbar. Oh. Scheiße, wir haben eine Kackwaffe. Zerstöre die ungeschützten Turbinen. Wo denn? Hier ist eine Granate, hier ist eine Granate, hier ist eine Granate. Ich weiß nicht, ob es bringt. Ich glaube eher nicht. Oder wo müssen wir die angreifen? Ach da, zerstören, zerstören, zerstören. Ach, du ahnst es nicht. Ach, wir müssen da rein. Sagt uns auch keiner. Die erste ist schon mal kaputt. Ach, doch noch nicht. Erste. Nein, 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 zu hoch, zu hoch, zu hoch. Okay. Und jetzt dann da hinten noch irgendwo eine. Das muss jetzt aber wirklich schnell gehen. Ach du Scheiße, ich glaube, wir schaffen das nicht alles in einem Rutsch hier. Nein, wir schaffen es nicht mehr. Kacke. Wir müssen wieder da hinten hin. Oh, ist das krass. Das ist sowas von krass. Wir müssen so viel hier machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt müssen wir hier wieder unten deaktivieren und da oben. So, einmal deaktivieren. So, du bist jetzt weg hier. Müssen wir da unten nochmal deaktivieren. Und einmal ups. Haben wir. Und jetzt wieder die ungeschützten Turbinen zerstören. Da hinten. Da müssen wir jetzt schnell hin. Perfekt. Wie viel haben wir noch von denen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, von denen haben wir unendlich, oder? Und los geht's. Ah.
So, und noch den hier. Schaffen wir, glaube ich, wohl in einer Minute noch. Wenn wir jetzt keinen Scheiß bauen hier. Sionara Turbine. Aua. Und nun? Jetzt sag nicht, auf der anderen Seite ist ja genau dasselbe noch. Er hatte keine Chance. So, was haben wir da noch? Ein von zwei Turbinenblöcke. Hüss! Hier gibt's auch einen Turbinenblock. Ja, hier auf der anderen Seite. Genau auf der anderen Seite gibt's einen. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Jupp, da sieht's ganz danach aus. Ich verstehe nicht, wie wir immer so Nahtoderfahrungen hier die ganze Zeit haben. Was? Der lebt noch? Wie kann denn der noch leben? So, deaktiviere die anderen. Hammer. Die haben wir auch deaktiviert. Wir rennen jetzt schnell hier rein. Moro 1 haben wir. Jetzt müssen wir nur schnell zu Nummer 2 hier rein. Los. Perfekt. Und raus, und raus, und raus, und raus. Ah! Ah! Mein Gott, sind das hier Nahtoderfahrungen. Und ich bin sowas von angespannt, dass ich schon Kopfschmerzen bekomme. Und jetzt haben wir gleich eine mordsmäßige Explosion und... Perfekt. Mordsmäßig. Das war's. Das war das Stichwort hier. Hallo. Ja, ja. So, und nochmal platzieren einmal. Da du diese Basis schon ausgeschaltet hast, haben wir sie mit geklautem Kram aus ihrer... Oh, der Postolka. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet und wird in der Rebellenabflussliste angezeigt. Oh, war das ein Kampf, Leute. Und ich denke mal, das war es jetzt auf jeden Fall würdig, wenn ich jetzt an der Stelle sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken uns jetzt nur schnell an, was wir haben. Wir haben Leuchtturm-Explosion, neue Herausforderung freigeschaltet. Höhlentour, neue Herausforderung freigeschaltet. Salarossa-Sprint, Herausforderung haben wir jetzt freigeschaltet. Helikopter-Wahnsinn 1. Und dritte von dritter Ansiedlung befreit. Jeder Welle hat die Kontrolle über diese Provinz verloren. Alle Ansiedlungen wurden befreit. Cool. 12 von 9 Provinzen befreit. Die Ravello verliert die Kontrolle über diese Region. Wo machen wir weiter? Wie wär's mit ein bisschen Training in der Kunst des Chaos, Flandre? Ach, jetzt explodieren die Teile weg. Ich hätte wissen müssen, dass du überlebst. Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ich dachte, das interessiert dich und deinen Kumpel vielleicht. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt. So. Das war es auf jeden Fall jetzt mal mit einer Folge von Just Cause. 40 Minuten mitunter jetzt eines meiner längsten Let's Plays. Ich glaube sogar länger als The Witcher. Ich wollte unbedingt es hier noch fertig machen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen von... wo ist die Musik? Jetzt mach ich das so. Fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen von Just Cause 3. Hoffentlich hat es euch gefallen. Dann lasst doch ein Like oder einen Kommentar, falls es euch sogar zu lang ist. Ich versuche es dann kürzer zu machen. Deswegen sage ich danke und deswegen bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.